Puhuiuiui. Ja, war aber gerade was Kratziges. Hallo, liebe Schicherfreunde, wir beide stellen euch heute neun Tabakvorwürfe meiner Nagilem NPS Kaminkopf mit 3 Emmy Goldkohlen. Und was haben wir heute für euch? Wir haben heute für euch Genie's Tobacco Cactus Flurry. So sieht er aus. Und wieder in so einer sehr hübschen Metalldose. Finde ich übelst nice. Die Dosen sehen sehr geil aus. Und sie haben sich verändert. Seitdem ich das letzte Mal eine hatte, haben sie sich ein bisschen verändert. Und zwar, früher war das so überlappend, also dass der Deckel so überlappend über den, sagen wir mal, auf diese Beschriftung raufging, auf das Papier. Hat man jetzt nicht mehr. Sehen wir hier, dass er so da nicht absteht. Also so sieht man es hier. Er steht nicht mehr drüber. Es ist wirklich ganz normal. Jetzt kriegst du noch leichter auf, finde ich. Finde ich persönlich besser als beim vorherigen. Wenn wir auf die Verpackung schauen, fällt uns dann natürlich auf, es ist eine weiße Dose, es ist eine helle Dose. Nicht nur das, sondern auch Cactus Flurry. Wir haben einen Kaktus drauf und wir haben ein Cocktailglas mit drauf. Also ein Flurry-Glas, Cactus Flurry, und wir sehen da kleine Eisperlen komischerweise drauf. Kommen wir noch zu. Ja, Cactus Flurry, Cocktailglas mit irgendwas pinken Geschmack drin, sondern etwas pinken Flüssigem und Cactus auf jeden Fall. So, wenn wir das Ganze eine aufmachen, kommt uns wieder das in so einer Tüte. Und wenn wir einmal dran riechen, riecht er sehr, sehr fruchtig. Er riecht sehr, sehr süß. Es ist ein sehr, sehr süßer Geruch. Und so Früchte-Mix-mäßig, also Ananas, Orange, Maracuja, so riechst du raus. Auf jeden Fall die Orange riechst du raus, finde ich, das so, das ist das penetranteste. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, Kaktus rieche ich jetzt noch nicht raus. Hatte ich auch schon mal Kaktus-Tabak gehabt. Finde ich jetzt nicht schlimm, dass mir hier kein Kaktus rausriecht, aber vom Schnitt sonst ganz normal. Ich blende euch mal ein Foto ein, da seht ihr auch mal die Feuchtigkeit von dem Tabak, also ist wieder mega feucht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Vom Schnitt ein bisschen gröber als die anderen, finde ich. Also als den X-Grape, den ich hatte, und den Metos Cold ist ein bisschen anderser. Aber naja. Ja, wie gesagt, sehr fruchtig. Kommen wir mal auf den Rauch und auf den Geschmack. Kommen wir mal ein. Wie gesagt, dann geben wir im NPS und ich rauche mal ein bisschen an hier. Komischerweise habe ich gerade so was bisschen Verbranntes. Ich weiß nicht wieso. Das kann ich mir gerade nicht erklären. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung, warum das gerade so ist. Kohlen hier mal ein bisschen verrichten und ich ziehe mal noch mal ein bisschen. Komischerweise kommt bei meiner Nagilem NPS immer da vorne Rauch raus. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Also immer wenn ich dann rauche, kommt hier aus dem Ding Rauch raus. Habt ihr das auch? Keine Ahnung. Also vom Rauch voll okay, kannst nicht meckern. Und es ist ein übelster Fruchtmix. Also im Internet steht auch Fruchtmix, den hast du ja auch. Ich finde, der riecht und der schmeckt wie pürierte und wie reingefüllte eine Haribo-Packung. Da hast du ja auch Maracuja, Ananas, Orange, hast du ja auch alles mit enthalten. Ich finde, danach schmeckt es auch. Also es schmeckt wie Haribos. Es schmeckt total nach Süßigkeiten. Es ist so eine übertriebene Süße, finde ich. Sie ist mir fast zu viel. Es ist schon wirklich stark penetrant. Also es ist wirklich sehr stark penetrant. Macht es auch ein bisschen unangenehm, finde ich. Ich hatte ihn schon mal geraucht, kann ich ja mal erzählen. Ich hatte ihn schon mal geraucht, ich war beim Fitness, bla bla. Oh, man soll nicht rauchen, wenn man Fitness geht, bla bla. Hatte ich mir den geholt und den Nachmittag geraucht. Hatte den geraucht und danach musste ich mir hinlegen, weil ich irgendwie fertig war. Keine Ahnung, ich war irgendwie so richtig K.O. Mir war irgendwie übel, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es vom Tabak kommt. Vielleicht lag es auch daran, vom Training und vom Tabak. Und vom so viel Trinken. Keine Ahnung, warum. Aber ich weiß es nicht. Also seitdem rauche ich ihn wieder das erste Mal. Ich habe ihn schon mal geraucht, so ist es nicht. Und seitdem rauche ich ihn mal wieder, nach 2 Wochen. Puh. Ja, aber gerade was Kratziges.
wie gesagt, sehr süß, hat einen sehr eigenen Geschmack, sehr fruchtig. Ist jetzt kein Tabak, den ich mir ein zweites Mal holen würde, weil er mir irgendwie zu süß ist. Es ist so, ja, kann man mal holen, kann man mal rauchen. Sagt nicht schlecht, aber ich habe jetzt mir unter Cactus Floral was anderes vorgestellt. Ich habe mir auch gerochen im Laden vorher. Also ich wusste das auch in Zukunft, aber ja, ich dachte, wie gesagt, der würde anders schmecken, aber naja, so ist es nun mal. Ich will den Tabak jetzt auch nicht negativ hinstellen und sagen, der ist scheiße oder so, aber mein Fall ist es so persönlich nicht unbedingt, muss ich sagen. Sagt, ich dachte, der wird anders sein, aber ja, es ist nun mal so. Keine Ringe. Vom Preis haben wir hier 21,90 für 200 Gramm. Normaler Genius Tobacco Preis ist okay, der Preis. Sagen wir mal, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Für 200 Gramm, also 30 Euro für 200 Gramm, finde ich zu viel. Aber 21,90 ist so okay, sagen wir mal, vom Preis. Und jeder, der auf dem fruchtigen Haribo-Mix steht, der kann sich den gerne holen. Den kann ich ihn auch ans Herz legen. Aber für alle anderen, ich würde eher sagen, es ist von mir keine Empfehlung. Also jeder, der so einen Geschmack hat wie ich, wird nicht viele geben auf der Welt, die den gleichen Geschmack wie ich hier haben, beziehungsweise die gleichen Dinge mögen, wird es vielleicht nicht so unbedingt der Tabak sein. Ich finde ihn, wie gesagt, so, ja, ist okay. Kannst du mal mitnehmen. Aber zweites Mal persönlich, ich, nee. Weiß ich nicht. Also komme ich nicht ran. Wird auch wahrscheinlich Leute geben, die sagen, nee, der schmeckt voll geil. Oder Daumen runter gehen und sagen, ey, der ist voll geil, wie kriegst du den zum Kratzen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei mir ist es nicht so mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst übertrieben fruchtig. Also das muss man ihm schon mal lassen. Er hat schon mal so eine übertrieben fruchtige Note und die ist nicht künstlich. Die ist schon wirklich sehr naturell, also das schmeckt schon nicht, also schmeckt nicht verkehrt, aber es ist nicht meins, Freunde. Es ist nicht meins, also der Früchtemix ist nicht so ganz meins. Aber Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, kommt ja noch ein bisschen Rauch raus aus meinem Stäbchen. Und dann sehen wir uns im nächsten Shisha-Video wieder. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, checkt die Links in der Beschreibung. Und im Endscreen kommt ihr zum letzten Video, der müsste auf der Seite sein, wo die Pfeife steht im Endscreen. Kommt ihr zu... Was kam da? Was kam denn? Kuban Vanilla von Savako. Genau. Kommt er zu dem Video. Freunde, wir sehen uns im nächsten Shisha-Video wieder. Bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ich wünsche guten Rauch.